ich habe große Angst vor dem ungewissen Meer, ja? Aber ich habe das Gefühl, ich habe einen falschen Eindruck von Subnautica, glaube ich, ja? Wow, Max, war das hier nicht ein Video auf deinem zweiten Kanal? Doch. Warum ist es hier? Weil es geil ist. Wow, Max, wo ist das neue Video hin? Es braucht noch Arbeit. Und wann kommt's wieder? Wenn Para Pro aufhört, eine Bitch zu sein. Da kommt's wieder. Also, viel Spaß mit dem Video. Es wird wahrscheinlich übel chillig. Wir werden heute meiner größten Angst entgegentreten. Und zwar, Frauen, im Kindesalter, wo ich noch kein entwickeltes Gehirn hatte, ja, als ob das jetzt anders wäre, war ich einmal am Meer und ich habe eine Erinnerung daran, wie ich im Salzwasser war. Ich bin halt rumgeschwommen. Hier ist das Meer, ja, ungefähr so sieht's aus. Ich bin gerade rausgekommen und ich habe mich am Salzwasser verschluckt, ja. Also sah mein Gesicht ungefähr so aus, ja. Ich bin also hier rausgekrochen, ja, und... Salzwasser. Und was haben meine Augen gesehen, als ich sie endlich wieder aufbekommen habe? Eine lachende alte Oma, die mich ausgelacht hat, weil ich mit meinem Leben gekämpft habe, ja. Ich träume von der Oma immer noch, ja. Das sind keine guten Träume, glaub mir. Jeder, der im Internet war, kennt dieses Bild, ja. Das Bild, das jeder Person Angst macht, die allgemein schon Angst vor Meer hatte, hat jetzt noch viel mehr Angst, ja. Ihr seht die Person da oben, das sind wir, glaube ich, ne. Wir sind hier bei 3200 Feet. Langsam wird's dunkel, langsam wird's gruselig, ja. 5000 Feet, ja. Es wird immer dunkler. Was ist das denn? Hier könnte irgendwie so ein Sperma-Wal sein, nicht ganz sicher. Immer weiter runter, 8200 Füße, ja. Hier sind zwei versunkene Schiffe. Und wenn das nicht gruselig ist, weiß ich immer noch nicht, was gruselig sein soll. Und dann, es geht noch weiter runter, Chat, noch weiter runter. Es wird immer dunkler. Immer dunkler. Oh mein Gott, was passiert hier unten wohl? 20.000 Füße tief. Hört ihr die Musik? Das ist nicht gut. Oh, Junge, es kommt einfach nichts mehr, ja? Aber warum geht das Bild dann noch weiter, wenn nichts mehr kommt? Es ist so merkwürdig. Wow, ist das etwa Cthulhu? Holy shit, Mann. Ab 31.000 Feet, ja? Cthulhu. Und dann geht's aber noch weiter. Und zwar ab 36.000 Feet, ja? Von Forschern entdeckt. Die haben sich extra einen Roboter gebaut, der unheimlich tief gehen kann, ja? Unheimlich tief gehen kann. Und da sind die auf was gestoßen, Junge, ja? Das noch nicht bereit für die Menschheit ist. Es braucht 9 Sekunden noch. 5, 2 und go. Easy peasy. Nicht ganz der Sound, den ich erwartet hatte, aber let's go. Ich bin gespannt, ob es wirklich so gut ist, kann ich sagen. Hardcore kreativ überleben. Strande auf einem gefährlichen fremden Planeten, nutze Rohstoffe und bekämpfe Hunger und Durst, um zu überleben. Keine O2-Warnungen? Jesus Christ. Ja, ich würde sagen überleben, ne? Es geht ums Überleben. Zack. Hey, mein Name ist Chad. Ich will immer, dass du den schwierigsten Schwierigkeitsgrad wählst, bis du keine Lust mehr hast. Nach 20 Minuten. Oh shit, wir kommen direkt. Okay. Moment, was? Achso, ich dachte, ich fliege jetzt raus. Nein, mein Schiff. Oh, schade. Wo ist der Tesla? Oh, 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 oh! Oh Gott. Junge. Das ist meine zweite Angst, ja? Dass mir irgendwas einfach in die Fresse fliegt. Hey, also Kitscher, das brennt nur, ja, ein bisschen. Noch nie ist jemand an der Rauchvergiftung gestorben. Und ich hau ab. Auf Wiedersehen! Wow. Oh Gott. Niemand überlebt? Es tut mir leid für die. Das Spiel wird entspannt. Guck mal, ich bin muskulös, gut aussehend, genau wie im echten Leben. Lass uns mal rüberschwimmen, oder? Mit dem linken Arm voraus. Ganz genau. Oh, Pilze.
Einfach alles mitnehmen, ja? Du gehst jetzt mir, so. Blastenfisch, was kann der? Das drüben sieht gruselig aus. Warum ist es so groß? Hey, was geht, Bruder? Schau mal nicht an, okay? Hier kämpft wieder um sein Überleben. Kann ich ihn essen? Nein, nicht freilassen! Du kommst zurück, sofort! Nee. Hast du dir gedacht, okay. Lass uns einfach mal rüberschwimmen, oder? Da liegt nämlich irgendwas. Und ich glaube, das ist wichtig, vielleicht. Was ist das? Wait, ist das einfach nur eine Koralle oder sowas? Das ist danach was Wichtigem aus. Das ist einfach nur ein Stück Holz. Wow. Oh, ich muss das hier reparieren, hä? Alles klar. Und dafür brauche ich Reparaturwerkzeug. Habe ich das? Ich glaube nicht. Nice, guck mal, ein persönliches. Werkzeuge. Oh, okay. Batterie und Glas. Und Höhlenschwefel. Merkt es euch? Ist das wirklich der echte Wex? Nein. Ich bin der Gnome. Wenn ich Batterien haben will, muss ich da rübergehen, oder? Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Weil, warum sollten hier einfach irgendwo Batterien rumliegen, ne? Ich muss hier reingehen. Muss ich Batterien craften? Oh shit, muss ich. Kupfererz! Okay, und auf geht's. Oh mein Gott. Wow. Junge, furzt das Ding mich an, oder was? Hat es auch gerade gelacht? Ich glaube, es lacht. Oh, ich bin vergiftet! Hat es mir gerade meinen Sauerstoff weggenommen oder sowas? Das sah voll niedlich aus. Wo finde ich Kupfererz? Hier am Boden wahrscheinlich, ne? Einfach nur einen Stein finden, der so aussieht wie Kupfer. Wie sieht Kupfer aus? Ich habe keine Ahnung von Mineralien und sowas, ja? Ich habe mein Leben nicht mit Minecraft verbracht, sorry. Kalkstein? Chat, die Möglichkeit, dass ich sterbe, ist unwahrscheinlich. Ich habe das gerade gehört, ja? Ich weiß ganz genau, was ich mache, ja? Erstmal brauche ich was zu essen, ja? Und zwar esse ich jetzt gekochte Nahrung, den Fisch. Oh! Du schaust mich immer noch an. Hör auf mich abzuschauen. Ich will dich essen. Ein Scanner! Let's go! Oh, ich kann Dinge überprüfen. Strahlungswerte. Muss er jetzt hingehen? So, was steht heute auf der Tageskarte? Ich würde sagen, gekochter Blasenfisch. Der alt ist. Warum ist der alt? Kann ich auch einfach einen Nährstoffblock essen? Der ist alt, schwammig, knorpelig, wenig Kalorien, glücklicherweise geruchlos. Das Ding sieht aus, als ob es ausgeschissen wurde. Ich hab's trotzdem gegessen, also halb so wild. Okay, wen von euch stört meine Maus, die mitten im Bildschirm ist? Mich? Alles klar, dann stört's mich nicht. Ah, ist das nicht ein schöner Tag? Ist das der Mond? Oder... Wo bin ich eigentlich? Und was ist das da, das da oben fliegt? Bin ich auf einem Alien-Planeten? Ich bin auf Uranus, mein Lieblingsort. Ich brauche dafür ein Reparaturwerkzeug. Das heißt Silikongummi, Höhlenschwefel, nicht Höllenschwefel, ja, was anderes. Und Titan. Das hört sich an wie Dinge, die sehr einfach zu bekommen sind, ja? Ist das vielleicht hier auf dem Boden oder sowas? Was kann ich hier scannen? Selbst scannen. Oh. Außerdem überaus großer Penis. Oh! Junge, ich brauche einen besseren Tank. Kann ich überhaupt in Höhlen rein? Wow, was bist du, Alter? Schwimm nicht einfach so in meiner Gegenwart rum, ohne dass du mir Bescheid gibst und dich 50 Kilometer bevor du auf mich zugehst, ankündigst, dass du kommst. Seegleiter-Fragment. Oh. Ich jetzt kann man erwarten, Brain Damage zu bekommen, weil ich sozusagen im Wasser bin und keine Luft mehr bekomme. Und dann einfach nach oben schwimmen, so. Wie lange könnt ihr die Luft anhalten, Chat? Ich habe schon mal probiert. Knapp 60 Sekunden, ja. Ich weiß. Die Frauen sind auch wieder immer wieder beeindruckt, wenn ich es ihnen erzähle. Muss ich mal direkt ein bisschen lauter machen. Nur für euch. Habe ich Flüssigkeit, die ich einnehmen kann? Wenn nicht, pick ich einfach einen Becher. Nahrung, Wasser. Perfekt. Blasenfisch. Das ist jetzt unpraktisch, dass ich keinen Blasenfisch mehr da habe. Okay,
Ich musste meinen Freund im Blasenfisch finden. Bruder, ich komm! Ey, wie praktisch. Danke fürs Beikommen, ja? Hab ich denn... Ah, oh, fuck! Das Problem ist, es hat sich jetzt schon umgesprochen, dass ich die einfach wegjoinke und mir dann deren Lebensenergie aussauge. Da! So, nee, du kommst sofort zurück! Okay. Junge, habt ihr gerade das gehört? Das Geräusch von ihm? Die pure Angst? Seine Eltern nie wiederzusehen? Weil er jetzt meine Wassergabe ist, ja? Das Leben ist hart, Mann. Das Leben ist hart als Fisch, Chat. Ich sag's euch. Moment. Hab ich den falsch aufgenommen? Motherfucker! Schon wieder? Ich hab doch gar keinen Blasenfisch. Ist der denn dumm? Im Inventar. Ja, klar, aber der Fisch im Inventar, die kann ich doch nicht einfach trinken, oder? Wie geht's überhaupt? Antriebskerns der Aurora kann zu einer... Wow! Ja, oh, okay, alles klar, ich bin bald dabei, okay? Zu diesem Zeitpunkt bin ich immer noch auf der Suche nach dem Fisch. Mittlerweile steht im Chat schon sowas. Ich hab nicht den richtigen, ihr Vollidioten! Geht's im Inventar? Oh, hier, okay. Chat, es war... Oh, da ist Wasser drin. Es tut mir leid. Alles gut. Chat, alles ist vergessen. Silikongummi, woher bekomme ich denn bitte Silikongummi? Sind die gerade zufällig, Prostituierte, die auch mitschwimmen? Die irgendwas haben sich machen lassen haben? Metallschrott, oh, sehr schön. Muss ich auch herstellen. Oh mein Gott, du bist blind? Ich weiß, das höre ich öfter. Ich weiß nicht warum. So, wo finde ich jetzt dieses... Ja, da wäre da drüben gerülpst. Junge Manieren, ja? Schon was gehört davon? Löscher mit einem Feuerlöscher? Das da? Ist das dein Ernst? Wie soll ich das hier... Junge, siehst du das? Siehst du meinen Feuerlöscher? Ich soll das hier löschen? Ja, von mir aus. Ich lösche es einfach. Oh, wait. Das wird dunkel. Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht, ey. Oh, das gefällt mir gar nicht. Boah, Alter, ich sehe die Hälfte der Dinge nicht mehr vor mir. Gibt's hier irgendwie Lichter und sowas? Oh boy. Okay, alles klar. Jo, okay, nope. Ist der leuchtende Fisch hier aber die einzige Quelle, die ich habe, um wieder zurückzufinden, ne? Was? Ich muss sagen, das Schiff sieht auch ganz schön aus, wenn es brennt, ja? Das lasse ich aber in Ruhe. Wie nah ist das da? Das sieht verdammt nah aus, Mann. So, wie gehe ich jetzt vor? Leuchtfackel, zack. Oh. Ich dachte, ich kann die in der Hand halten oder sowas. Kann ich die auch in der Hand halten, während ich die benutze? Oh Gott. Aber schon mal gut. Ich kann die einfach, ne, ich werde die einfach hier rüber werfen. Ne? Und dann immer wieder aufsammeln. Easy. Oh Junge, ich hab jetzt schon keinen Bock auf die Jumpscares. Junge, ich kann verstehen, warum das Spiel niemand spielen will. Der Angst vorm Wasser hat. Ich will es auch nicht mehr spielen. Wow. Guck mal, das ist ein 3D-Druck. Kann ich mir auch eine Waifu drucken oder sowas? Die Chance, dass ich das Spiel durchspiele in den nächsten Monaten ist sehr, sehr gering. Oxygen. Was sind das für Tiere, die solche Geräusche machen? Easy. Eine Seekuh. Jawohl. Taschenlampe. Perfekt. Glas. Wo bekomme ich Glas? Habe ich Sand? Ich brauche Sand. Kann ich Glas herstellen? Mit Quarz. Ja, fast. Quarz, Sand. Im Grunde das Gleiche, wenn wir ganz ehrlich sind, ja? Oh, das ist eine Höhle. Oh, hi, Großheimers. Ah! Oh mein Gott! Oh, okay. Oh, Junge, warum ist es so? Oh. Okay. Ja, okay. Es war so klar, dass der erste fucking Jumpscare so ein kleines Kackding wird. So ein ekelhafter Nemo-Fisch, ja. Der mich dumm anschaut mit einem Auge oder sowas. Die Luft ging mir aus. Oh!
Okay. Und wir gehen wieder nach oben. Ja, war schön hier unten, ne? Oh, okay. Das ist aber auch da. Wo ist mein Boot? Da sind ein paar Tiere im Meer, die mir nicht gefallen und die mir haben mehr Angst. Das Spiel ist nicht gruselig, Chat, ja? Das Spiel ist nicht gruselig. Die Tiere sind gruselig. Ja, auf mir auszulachen. Eine andere Höhle anschauen, vielleicht die hier. Das ist eine Höhle. Du kleiner Motherfucker, Alter, ich bin hier um. Nein! Geh weg von mir! Junge, nimm den Fisch! Danke. Was ist das? Oh, und die Kreaturenei. Oh, hätte ich das aufnehmen sollen? Ich hoffe mal, das Ei gehört niemandem. Oh! Oh, nicht schon wieder der! Ist ein Quarz vorbeigeschwommen? Liegt einfach nur rum. Oh, echt? Alarm! Alarm! Ein identifiziertes Ei. Kann man das trinken oder essen? Oh, fuck. Ich brauche Wasser. Oh nein, ich habe aber kein Wasser. Okay. Ihr, kommt zurück, kommt zu mir. Perfekt. Verdurstet das Wasser, Wunder. Chat, wisst ihr, wie schwer es ist? Ich bin übel die Pusse, ja? Ich brauche alle 10 Sekunden was zu trinken und was zu essen. Wisst ihr, wie schwer es ist? Ja. Ah.